Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Flugzeug. Eigentlich ist alles völlig normal. Ihr seid vielleicht gerade dabei, euch irgendwelche Serien anzusehen, isst vielleicht das Essen, was euch serviert wurde, oder ihr wollt etwas aus dem Fenster gucken. Doch in dem Moment, wo ihr euren Blick aus dem Fenster richtet, seht ihr etwas Unfassbares. Etwas, das ihr nicht in Worte fassen könnt. Und zwar ein riesiges, schwarzes Wesen, das durch die Luft fliegt. Genau das wurde im Jahr 2019 von einem Passagier bei einem Flug von Portland nach Phoenix in den USA gefilmt. Und ich sage jetzt, dass ein Passagier dieses Ding gesehen hat, aber tatsächlich ist dies nur einer von vielen Fällen, wo solche Wesen oder so ähnliche Dinge aus einem Flugzeugfenster mit angesehen wurden. Ich möchte euch heute erklären, was hier gesehen wurde und ob man das Ganze überhaupt erklären kann. Der ganze gruselige Vorfall kommt jetzt. Denn wie gesagt, das Ganze wurde im Jahr 2019 gefilmt, wurde aber erst auf YouTube ein Jahr später im Jahr 2020 hochgeladen. Zu sehen ist tatsächlich ein großes, schwarz aussehendes Objekt. Ein Objekt, das sehr schemenhaft erstallt. Nicht ganz klar abgegrenzt oder so, aber trotzdem gut zu erkennen. Und dieses Wesen scheint vorm Luft durch die Luft zu fliegen. Man kann eine Art Kopf erkennen, eine Art Körper und zwei lange, tentakelartige Beine. Dieses Wesen, das mit angesehen wurde, flog eben durch die Luft, drehte sich mehrfach um sich selbst und man konnte mit ansehen, wie es den Körper leicht veränderte. Aber die grundsätzliche humanoide Form von einem Kopf und einem Oberkörper mit zwei langen Beinen wurde tatsächlich die ganze Zeit durch beobachtet. Und nicht nur er sah dieses seltsame Wesen durch sein Fenster. Auch andere Passagiere, die sich zu diesem Zeitpunkt im Flugzeug befanden, sahen das gleiche Wesen. Es ist also nicht etwas, was er nur gesehen hatte und nachher reinbearbeitet hat, sondern es ist tatsächlich ein echtes Video, was wir hier sehen können. Diese Aufnahmen von dem seltsamen Objekt, das vor dem Fenster umherfliegt, ist tatsächlich eine echte Aufnahme und kein Fake, falls Leute das erstmal glauben. Das bedeutet also, viele Passagiere gleichzeitig sahen etwas Unerklärliches vor ihrem Fenster. Und wenn wir jetzt rein technisch vorgehen, müsste man sagen, dass dieses Ding vor dem Fenster ein UFO ist. Wenn ich allerdings jetzt UFO sage, meine ich keine fliegende Untertasse, wie wir uns UFOs vorstellen, sondern es ist ein unbekanntes oder unidentifizierbares Flugobjekt. Ein Ding, was nicht genauer erklärt werden kann, beziehungsweise wo es keine logische Erklärung zu gibt. Und doch ist es etwas, was man mehrfach schon beobachtet hatte. Auch andere Passagiere teilten ihre Videos, die sie vor Jahren teilweise und teilweise vor kurzer Zeit aus dem Flugzeug aufgenommen hatten. Und dabei war es eben so, dass sie ebenfalls diese seltsamen schwarzen Formationen mit angesehen hatten. Überall sahen sie seltsame schwarze Objekte oder humanoide Wesen, die scheinbar durch die Lüfte flogen. Manche dieser Videos konnte man tatsächlich widerlegen. Nicht, weil es Fakes gewesen sind, sondern weil die Dinge, die man dort gesehen hat, erklärbar waren. Denn in vielen Fällen dachten Leute, sie hätten etwas Ähnliches mit angesehen, aber in Wahrheit sahen sie einfach nur Kondensstreifen von Flugzeugen, die eben durch die Sonneneinstrahlung Schatten geworfen hatten und deswegen dunkel erschienen. Das bedeutet also, die Sonne strahlte von einer Seite gegen die Kondensstreifen und wenn man von der anderen Seite gegen die Kondensstreifen guckte, wirkten sie sehr, sehr dunkel und teilweise sogar schwarz. Doch bei diesen anderen Videos konnte man das ganz klar abgrenzen. Man sah, dass diese Videos eben Kondensstreifen zeigen und doch gab es sehr, sehr viele Videos, die eben etwas anderes zeigten. Die eben solche Wesen zeigen, wie wir in dem Hauptvideo mit ansehen konnten. Eine seltsame Kreatur, die man nicht erklären kann. Doch mit was haben wir es hier zu tun? Was für ein Wesen oder was für ein Ding können wir in diesem Video mit ansehen? Wie gesagt, gibt es keine logische Erklärung für das Ganze, aber es gibt einige Theorien im Internet, die versuchen, das Ganze zu beschreiben. Manche dieser Theorien versuchen eben logisch an die Sache ranzugehen und manche denken eher an übernatürliche Sachen. So gab es zum Beispiel eine Theorie, die sehr schnell aufgekommen war, dass wir es hier mit einem außerirdischen Wesen zu tun haben. Mit einer Kreatur, die eben aus dem Weltall kommt und über die Erde fliegt und uns beobachtet. Dass Außerirdische eben nicht aussehen wie diese grünen Männchen, die in Untertassen über die Erde fliegen, sondern dass Außerirdische eben diese großen, formlosen Objekte sind, die durch den Himmel fliegen.
Manch andere hatten gesagt, dass es sich dabei vielleicht um solche Kreaturen wie aus Harry Potter handeln könnte. Sogenannte Todesser, wie sie heißen, einfach nur, weil sie sehr ähnlich aussahen. Und wieder andere waren der Überzeugung, dass man es hierbei mit Geistern zu tun hat oder mit irgendwelchen Militärprojekten der Regierung, die noch nicht freigegeben oder noch nicht bekannt gegeben wurden, aber getestet worden sind. Das bedeutet also, es gab unfassbar viele Verschwörungstheorien und andere Sachen, womit wir es hier zu tun haben könnten. Doch die häufigste Überlegung ist eben gewesen, dass wir es dabei mit einer Gestalt, einer Kreatur zu tun haben, die nicht natürlich ist. Ein übernatürliches Wesen, sei es nun ein Alien, ein Geist oder eine Kreatur, ein Monster, das wir noch nicht kennen. Denn viele waren sich sicher, wie gesagt, dies sind keine Kondensstreifen, dies ist etwas anderes. Wir gucken uns natürlich auch einmal die logischen Antworten an, mit was wir es hier zu tun haben könnten. Eine logische Antwort, die relativ schnell hervorgebracht wurde, war, dass es sich dabei vielleicht um eine Art Kite handeln könnte, ein Drachen, der steigen gelassen wurde. Während ein Drachen so aussehen könnte, macht das in dieser Situation keinen Sinn. Erstens würde ein Drachen nicht so hoch fliegen, wie dieses Objekt geflogen ist, und zweitens ist es sehr unwahrscheinlich, dass es einen so gigantischen Drachen gibt, der einfach in den Flugraum reingehalten wurde. Das Ganze machte nicht sonderlich viel Sinn. Eine andere Theorie ist gewesen, dass wir es hierbei vielleicht mit einem Vogelschwarm zu tun haben, der um sich selbst fliegt und sich gerade zum Beispiel paart bzw. Paarungstänze macht. Doch auch das machte keinen Sinn, weil die Höhe, in der das Ganze gefilmt wurde, keine Höhe ist, wo normalerweise Vögel eben herumfliegen, um Paarungstänze zu machen. Auch konnte nach genauerer Analyse dieses Videos nicht festgestellt werden, ob man es hierbei mit Tieren zu tun hat, weil es keine Szene gibt, wo man sehen kann, wie dieses Objekt zum Beispiel auseinanderfliegt und sich so stark verzerrt. Die Form, die humanoide Form, behält es eigentlich die ganze Zeit. Das bedeutet, auch Vögel erscheinen unwahrscheinlich. Es gab noch einige andere Theorien, von irgendwelchen Wetterballons, die kaputt gegangen sind, die und deswegen oben mit ihrer leichten Bauweise im Wind umherflattern, und anderen Objekten gab es letztendlich viele Theorien, doch keine einzige konnte einwandfrei bestätigt werden. Genau gesagt weiß bis heute, jetzt 2 Jahre nachdem das Ganze passiert ist, niemand, mit was wir es hier zu tun haben. Niemand ist sich sicher, was dieses seltsame Objekt am Himmel gewesen ist. Doch es gab eine Theorie, die mehrfach verbreitet wurde, eine Aussage, die vielen Leuten Angst gemacht hatte. Denn ein Nutzer im Internet deutete auf etwas Gruseliges hin. Er sagte, er ist schon häufiger mit einem Flugzeug geflogen, mehrfach im Jahr grundsätzlich. Und auf manchen Flügen kommt es dazu, dass eben Stewardessen durchgeben, dass man die Fenster schließen soll. Zum Beispiel, wenn hohe Sonneneinstrahlung oder sonst etwas ist. Dann gibt es auf einmal die Durchsage, dass jeder Passagier die Fenster runter machen soll, und die Stewardessen gehen sogar durch die Reihen und stellen sicher, dass die Fenster geschlossen sind. Viele Passagiere fragen sich immer, warum das Ganze passiert. Manchmal heißt es, man will andere Passagiere nicht stören oder weil eben die Sonne so reinscheint, so hell, dass es manche Leute nerven könnte. Doch er hatte eben die Theorie, dass er meinte, diese Objekte, diese Wesen am Himmel werden eigentlich viel, viel häufiger gesehen, als man in Wahrheit erfährt. Nur in den normalen Fällen ist eben der Pilot oder die Stewardessen informiert, dass es diese Kreaturen da draußen gibt. Und damit die Passagiere eben keine Panik bekommen, keine Angst kriegen, wird, wenn man so ein Objekt am Himmel sieht, so ein Wesen, durchgegeben, dass man die Fenster runter machen soll. Sprich, es heißt, dass in den Momenten, wo einem gesagt wird, man soll die Fenster schließen, tatsächlich gerade draußen so eine Kreatur, so eine Gestalt umherfliegt. Und wenn man sich eben nicht an diese Aussagen des Stewardessen halten würde, dann würde man eben durchs Fenster mit ansehen können, wie dieses Objekt vorbeifliegt. Dies ist wie gesagt nur eine Theorie, er konnte jetzt keinen Beweis machen, er hat kein Video, wo eben so etwas ihm gesagt wurde, und er filmte trotzdem raus, aber es ist eine Theorie, wo viele im Internet sagten, dass das Ganze vielleicht stimmen könnte. Wie ihr schon hört, ist das Ganze vielmehr eine Verschwörungstheorie, kein Beweis dafür, aber es ist trotzdem etwas Komisches, was man vielleicht mal gehört haben sollte. So oder so ist dieses Ding, was außerhalb des Flugzeuges gefilmt wurde, nicht genau erklärbar. Und mich würde eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr, wurde an diesem Tag aus dem Fenster gefilmt und auch von vielen anderen Leuten aus anderen Jahren? Haben wir es hierbei mit einer Kreatur, einem Monster zu tun? Oder ist das Ganze vielleicht etwas Natürliches und bloß ein Wetterphänomen oder irgendein Wetterluftballon, der kaputt gegangen ist? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Aber bis dahin, tschüss.